Wir springen auf den Kopf und dann hauen wir dich um. Genau. Wenn man gegen eine Wand schlägt übrigens, verbraucht man noch mehr Ausdauer. Einmal zum Zuhauen und dann einmal für den Rückprall gegen die Wand. Das ist auch wichtig zu wissen, wenn man auf engen Räumen kämpft. Wo man nämlich öfter mal gerne gegen die Wand haut, wenn man nicht aufpasst. So, schnappen wir uns die Seele eines Untoten. Und gehen hier hoch. Ja. Genau. Und hier kommt ein Drache angeflogen. Ja, wenn man das erste Mal Dark Souls spielt und dem begegnet, macht man sich schon mal vor Angst in die Hosen. Wenn man denkt, boah, Drache, sind die verrückt? Ich bin doch gerade erst am Anfang. Aber zum Glück ist er weggeflogen. So, hier werden wir von einem Armbrustschützen beschossen, deswegen gehen wir einfach mal etwas zurück. Und schalten den Gegner aus. Warten, dass sich der da durchschlägt. Gehen noch etwas zurück. Erledigen, oder versuchen wenigstens den zu erledigen. Und erledigen auch gleich den Hintermann mit. So. Gut, das wäre schon mal erledigt. Jetzt müssen wir den Armbrustschützen erledigen. So, so. Und da war ein einfacher Schlag und der ist weg. Als nächstes trinke ich mal sicherheitshalber einen Flakon. Also eine Flakonladung. Bis wir voll geheilt sind. Holen wir das Holzschild hier, was eigentlich nichts taugt. Weil es nicht vollen physischen Schaden abblocken kann. Und dann kümmern wir uns mal um die beiden hier. Die könnten sind nämlich etwas härter, die Speerträger. Weil die zum Angreifen ihren Schild nicht runternehmen müssen. Deswegen nehmen wir den Zweihandmodus, weil wir damit ihnen das Schild aus der Hand schlagen können. Und hier geht es die Leiter runter. Wie gesagt, hier geht es die Leiter runter. So. Hier hat sich einer versteckt, den können wir aber leicht ausschalten. Mit seiner Axt. Und können hier weiterlaufen. Denn hier gibt es noch ein paar Gegner. Ja, kommt her. Aua, der eine ist zurückgesprungen und der andere hat mich gehauen. Das ist auch eine gute Taktik. Also Gegner sind nicht dumm in dem Spiel. Deswegen sollte man sie nicht auf die leichte Schulter nehmen. So, hier wieder hoch. Und dann kommen wir nämlich auf das besagte Dach, was ich vorhin gemeint habe. Hier liegen erstmal 10 Wurfmesser rum, die wir für nichts gebrauchen können. Also ich persönlich finde Wurfmesser ziemlich nutzlos. Wir kommen so hier. Oben. An diesen Gegenstand hier noch an. Eine leichte Armbrust mit Standardbolzen, die auch nicht unbedingt nötig nützlich für uns ist, weil wir bei meinem ersten Teil mit Armbrüsten mit Armbrüsten nicht zielen kann. Das kann man nur ab Teil 2 machen. So. Jetzt wollen wir hier wieder zurück, weil hier gab es noch einen Weg weiter. Hier unten. Und dort entdecken wir unseren ersten Händler. Also unseren ersten richtigen. Der Priester hat uns ja nur Wunder verkauft. Er hier verkauft uns andere Sachen. Well now, you seem to have your wits about you, hm? Then you are a welcome customer. I trade for souls. Everything's for sale. Ja, der würde selbst seine Mutter verkaufen. Reden wir erstmal mit ihm. Things are getting treacherous in these parts. A horrible goat demon has moved in below. And up above, there's that humongous drake and a bull demon too. If you stick around this place,
it might end up being your grave. Also ja, er warnt uns schon mal vor einem Stierdämon, dem Drachen, dem wir bereits begegnet sind, und einem Ziegendämon. Das sind schon mal ein paar Sachen, auf die wir uns freuen können. Was hat er noch zu sagen? Here, I'm not here to chit-chat. We talk business or we talk nothing at all. Okay, wir reden nur noch übers Geschäft. So, das erste, was wir wollen, ist der... Ah ne, den Anwesensschlüssel brauchen wir erstmal nicht. Wir brauchen erstmal die bodenlose Kiste. Und dann hätte ich eigentlich gerne noch einen Bogen, den wir uns noch nicht leisten können. Und Pfeile hätte ich dann eigentlich auch noch gerne. Kettenhemd-Sachen brauchen wir nicht. Unsere Ritterrüstung ist besser. Thank you kindly. So. Und weiter geht's. Wieder die Treppen hier hoch. Und wieder zurück zu dem Armbrustschützen. Weil da ist ein Leuchtfeuer, was wir entfachen wollen. Genau, der Wichter ist es hier. Die Treppe hier hoch ist eingestürzt und die Leiter ist nicht runtergelassen. Deswegen bringt uns der Weg da erstmal nichts. Aber wir können die bodenlose Kiste mal kurz das Zeug einsortieren, was wir nicht brauchen. Sprich den Schwertgriff, die Keule, die leichte Armbrust, den Talisman erstmal, Holzschild. Kann ich euch mal kurz zeigen, die Schadensreduktion, die man in der Mitte sieht, ist in Prozent angegeben. Es blockt zwar mehr Magie, aber es blockt nicht 100% an physischem Schaden, was schon mal nicht so toll ist. Es ist halt ein bisschen leichter. Aber trotzdem brauchen wir es nicht, wollen wir es nicht anziehen. Wir wollen jetzt erst einmal weiter. Dazu locken wir erst einmal die Hülle hier wieder an, damit uns der Armbrustschütze nicht einfach so in den Rücken schießt. Oder den Kopf, besser gesagt. So. Und jetzt müsste der da noch angerannt kommen. Kommst du? Ja, genau, komm her. Und töten dich. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir über die Brücke kommen. Weil hier sind Feuerschmeißer. Und die bombardieren uns ziemlich gerne. So, die beiden ausschalten und der nächste kommt auch schon. Will uns Gesellschaft leisten. Aua. Seht ihr, das kann passieren, wenn man versucht zu blocken, ohne genug Ausdauer zu haben. Man kriegt einfach einen auf den Deckel. Also er haut uns das Schild weg. Und dann nehmen wir, weil wir sozusagen im Taumeln sind, also so wie wir die Gegner zum Taumeln bringen können, haut er uns ordentlich eine rein. Dann sollten wir da ordentlich aufpassen, was wir machen. So. Jetzt haben wir aber genügend Seelen, um uns den Kurzbogen zu kaufen, den ich gerne hätte. Und das mache ich jetzt auch. Einfach aus Prinzip. Gehe ich jetzt zum Händler zurück und kaufe den Kurzbogen. So. Die da wieder weg. Wir gehen mit der Kombo nämlich ziemlich leicht zu töten. Anders können die ziemlich schwierig werden. Vor allem, wenn man eben ihr Schild nicht wegbekommt. So, du fehlst noch. Komm, du kannst mal zuschlagen. Dann machen wir dir mehr Schaden. Auch wenn wir gegen die Wand hauen. Aber wir haben schon mal genug für den Kurzbogen. Oh, still keeping your mark, then go ahead. Don't be a nitwit. Never hurts to splurge when your days are numbered. Ja, wir sollen unsere Seelen verkaufen, weil unsere Tage gezählt sind. Immer wollen sie unsere Seelen. So, wir kaufen den Kurzbogen. Und wir kaufen Holzpfeile für den Kurzbogen. Mal 50 Stück. Dürften fürs erste reichen. Oder nehmen wir 60, so. Oh, thank you.
come back. Jetzt rüsten wir den Kurzbogen aus. Der ist nämlich zum Glück nicht schwer. Und haben ein Problem, weil wir uns, glaube ich, eine Beweglichkeit fehlt. Habe ich recht? Ja. Das ist mir aber egal jetzt in dem Fall. Wir müssen uns ihn ja nicht ganz so effektiv nutzen. So, jetzt können wir mit der können wir eben die Schildhand zum Bogen umschalten. Jederzeit, wenn wir es brauchen. Also beim nächsten Stufenaufstieg dringend eins Geschicklichkeit steigern, dass der Bogen auch Schaden macht. Weil Achtung, jetzt macht er sicher kaum Schaden. 4 Schaden. Das ist super viel, oder? Naja. Wir kommen schon noch an genügend Zehen für einmal Geschicklichkeit steigern. Erstmal müssen wir die Jungs hier loswerden. Ah, komm. Ja, komm ruhig her. So, der ist weg. Der nächste kommt auch und ist auch weg. Jetzt fehlt nur noch der hier. So. So. Theoretisch können wir uns jetzt um die Jungs hier oben kümmern. Für die benutze ich dann mal Wurfmesser. Weil die wenigstens Schaden machen an den Feuerbombenwerfern. Im Gegensatz zu meinem Bogen im Augenblick. So, und du hast sogar eine Brandbombe für uns dabei. Seele eines verlorenen Untoten. Und der letzte Feuerbombenwerfer ist wahrscheinlich dort unten irgendwo gelandet. Genau. So. Den schalten wir so aus. Und da kommt sein Kumpel gleich hinterher geflogen. Gut. Erst einmal hier in den Turm rein. Hier ist nämlich ein Armbrustschütze obendrauf. Und man merkt schon, die halten etwas mehr aus als ihre Kumpanen. Hier die Tür öffnen. Dafür können wir das erste Mal unseren Generalschlüssel benutzen. Denn so kommen wir hier hinten an die Truhe ran. Die sehr wichtig ist, weil hier ist Goldharz drin. So, kämpfen wir uns noch gegen die Hüllen hier unten. Hier kommt schon mal der Speerkämpfer. Und man hat schon gesehen, wir haben uns nicht sonderlich gut durch ihn durchhauen können. Wegen seines Schildes eben. So, ein Schluck. Im Flakon. Und den hier noch ausschalten. So. Hier gibt es eine Treppe nach unten. Da will ich aber definitiv noch nicht lang. Ich will erstmal nach da oben. So, Bogen spannen. Und den mal gegen den Kopf schießen. Wegen dem feurigen Fass da nämlich. Dass er uns entgegenschicken will. Und ihn zerhacken. So, jetzt hätten wir eigentlich genügend Seelen für das Level-Up. Ja, genau. Für den einen Geschicklichkeitspunkt. Durch die Tür da könnten wir übrigens durch, aber da will ich nicht durch, weil dahinter lauert der Tod. Definitiv der Tod. Sondern wir wollen hier hoch zur nächsten Nebelwand. Ja. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann an, was hinter der Nebelwand ist. Also, ich hoffe, ihr hattet erst einmal Spaß mit der ersten Stunde Dark Souls von mir. Und ich hoffe, ihr guckt weiter zu. Bis dann.